Los. Hallo und willkommen zurück zu der Factorio Multiplayer Partie, die wir zum Steam Release angefangen haben. Immer noch mit dabei sind der Santa, der Porti, die Tony und ich. Und zurzeit besucht uns Max, der uns den Teamspeak Server zur Verfügung gestellt hat. Und der Hallo. baut bei uns mit. Ja. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterzuschauen. Gut, ich baue, bastel hier mal weiter an einer Kupferlinie rum. Ich nehme mal hier unten das kleine Kupferfeld in Beschlag, was hier unten, das ist ja noch so in Bauweite hier. Das. Ja gut, dann nimmst du da im Prinzip die. Ich baue die Schienen zu dem anderen nach unten. Wo baust du denn die Schienen? Ach da, du da übrigens die Schienen zu bauen, ist ziemlich blöd. Blöd. Ja, ich auch gerade. Weil die ganze Schmelzstation ja in die Richtung wahrscheinlich eher kommt. Gott sei Dank habe ich noch nicht so viel gebaut. Ja, sorry, ich habe jetzt nicht dran gedacht. Ruckel, ruckel. Ja. Ach, was habe ich wieder im Weg? Einen Baum. Boom. Ein Bäumchen. Ich blicke, was du nicht blickst, und dann ist Green. Okay. Falls jemand noch die Stelle aus dem Film kennt, Natürlich. Bärenbrüder, Kinderfilm. Ich habe fünf kleine Brüder, ich darf Ja, okay, dann sowas hast du aber das modernere Zeugs gesehen. Das mit dem Grün kenne ich von was anderem her. Ach so. Ich kenn's gar nicht. Jetzt eine Bildungslücke? Nicht zwangsweise, also. Ganz, ganz, ganz berühmter Film mit ganz berühmten alten Jetzt kommt irgendwie gar Schauspielern. kein Kupfer mehr durch. Das ist Ja, Moment, Moment, richtig? Moment. Okay, alles gut. Ich habe Scheiße gebaut, ich weiß. Nur solange du das weißt, ist es ja alles gut. Weiß, dass ich nichts Du weißt, dass du weiß. nichts weißt. Mein Name ist Hase oder irgendwie sowas, ne? Genau, ich weiß von nix. So. Haben wir schon irgendwo eine für elektrische Erzförderer eine automatische Fabrik? Ja. Ja. Na, da gehe ich mir ein paar holen. Sind auch gerade noch 100 drin. Ich brauche aber auch noch welche. Wenn du so nett sein würdest und mir was übrig lassen würdest, wäre es toll. Jetzt sind es noch Kein Problem. 75. Kein Problem. Ich glaube, ich nehme so 25 Stück auch raus und sind auf 50 da. Ich habe nämlich auch keine mehr. Dieses Spiel macht im Übrigen unsagbar faul, finde ich, zum Schluss. Wenn man Ja, alles automatisiert hat. Wenn man dann wieder von null anfangen muss, ärgert man sich die ganze Zeit, dass man keine Bauroboter mehr hat. ja. Was ich aber allerdings auch mit dem Steam Release immer noch faszinierend finde. Ich habe heute mal wieder die Reviews gelesen. Wir sind bei über 3000 positiven und bei noch keinen 30 negativen. Krass. Wie kann man Ja. dieses Spiel negativ Aber bewerten? das Schlimme ist auch, wenn du die Negativkommentare liest, was sie da schreiben. Ich denke einfach, wie dumm können Leute sein, ohne Scheiß. Ja. Ist so schlimm, ey. Auch beim, kennt ihr das Spiel Stardew Valley? Ist auch neu rausgekommen. Ja. Auch Vom Namen her ja, ich habe extrem nur nicht geil. Ich habe das reingeschaut. so gesucht, das schon jetzt in das Spiel. Soll ich dir mal sagen, von was dieses Spiel kopiert wurde? Das habe ich auf der Harvest Moon. PlayStation, Harvest genau. Moon, ja. Das weiß ich, PlayStation ja. 1. Wir haben die PlayStation 1 bei uns immer noch aufgespielt und das einzigste Spiel, was da seit Jahren drin ist, ist Harvest Moon. Das erinnert mich an meine Kinder. Ja. Ja. Entschuldigung. Hey, wenn du da liest, dass du da die negativen Reviews sind, ist meistens, weil das Spiel irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht läuft oder so, keine Ahnung. Irgendwelche solche Probleme. Oder weil es kein Tutorial richtiges gibt und so, weiß auch nicht. Ja, Naja. oder der eine, der war, da musste ich auch lustig klicken bei dem negativen Review. Einfach geschrieben, zu viele positive Reviews. Alles klar, ja, so kann man sich das auch einfach machen, ja. Ich glaube, das war ein Troll. Ich glaube auch, ja. Wir hatten doch Landfill dabei, ne? Ja, Könnte ich mir ja. jetzt, Oben. könnte ich mir jetzt nützlich machen und dadurch ein bisschen Land auffüllen und die Strecke ordentlich verlegen.
ohne viel Kurven. Das kannst du machen. Dafür ist es gedacht. Hey! Wird jetzt eigentlich gestreamt oder nicht? Das wird aktuell gestreamt, ja. Und du sagst ich, dein... Ich habe nämlich gesucht, aber ich finde irgendwie nicht. Moment, ich muss mal gerade gucken, ob ich das richtig eingestellt habe. Doch, Factorio. Es müsste es erscheinen. Wie heißt du bei Twitch? Fire Force 5. Huch! Wenn man die Fließbänder mal richtig verlegen würde. Macht manchmal Sinn. Wunderbar, da ist es doch. Ha, klasse. Und, wie viele Zuschauer hast du? Null. Doch so viele, das, ja? Kommt gleich. Irgendwie habe ich immer so zwischen 5 und 6. Also so. Also, hat mich auch schon gewundert, wie viel, ja, viel sind das natürlich nicht bei meinem dummen kleinen YouTube-Kanal, aber so teilweise bin ich schon in zweistelligen Klickdinger gekommen. Das fand ich schon interessant. Oh. Fortress, go! So, erst mal den eigenen Stream noch schauen und spielen. Ja. So, das muss ich jetzt mal, muss ich eure hier, das ist gut, dass du mich dran erinnerst, eure Teile reinmachen. Sag schon mal, eure Channels. Gibt's doch hier irgendwo so eine Beschreibungsfeld. Wo war das? Irgendwo war das. Ich glaube, wir haben hier gar keine Landfläche. Er hat er gerade ja geklaut, weil er doch die Schiene verlegen wollte. Ja, stimmt. Alles ja gut. Dann. Hier unten, wo ich stehe, da ist eine Stromleitung. Kann ich die ohne Probleme kappen? Ja, mach ruhig. Da hängt nichts mehr dran, also. So, es ist immer noch zu wenig Kupfer, ja? Das ist ja unglaublich. Immer noch zu wenig Kupfer. Achso, ich wollte gar nicht forschen. Shit. Wir werden ja so mal größer hier. Ja, willkommen an meine Zuschauer. Ich bin jetzt gerade kurz am YouTube suchen und den Kollegen Philipp links und die... Es ist mir Tondidel. Tondidel, genau. Verlinken, damit ihr die auch die schönen Channels von den beiden habt. Hat hier sonst auch jemand einen YouTube-Channel, den ich reinklatschen soll? Nein, nicht für mich. Gut. Da bin ich ohne Fahrschein. 40 Euro bitte. Wieso kommt denn hier so wenig Kupfer an? Muss ich echt mal eine zweite Schmelzstation aufbauen, ha? Ja. Moment, kommt gleich alles. Ich bin noch aber es dabei. Kommt auch kein gar nicht Moment. Genug Erz irgendwie oder so. Ja, es kommt nicht genug Erz, deswegen bin ich hier gerade dabei. Nee, genug Erz. Also Erz ist jetzt voll, aber der Dings ist immer noch nicht. Eventuell müssen die Teile mal ein paar Upgrade-Karten kriegen zum Beschleunigen. Die Schmelzöfen? Ja, dafür bräuchten wir dann alle. Ja, das sind aber nur Effizienzmodule, die da gerade drin sind. Sonst bräuchten wir mehr Strom, wenn wir Speed-Module einbauen. Das ist ja kein Problem, dann bauen wir ein bisschen Strom. Aber nicht bevor ich das Nest da unten ausgerottet habe. Ah, so. Weil mehr Smog. Zieht die wieder an. Und die anderen, weiß ich, kenne ich, die haben noch keine Rüstung. Haben wir irgendwo Lichtöfen? Habe ich die? Nein, automatisiert nicht. Habe ich die immer manuell per Hand gebaut? Ja. Sieht so aus. Sieht so aus. Okay, die von Twitch haben eine lustige Sache, Codes zu kennzeichnen. Oh verdammt, jetzt hast du meinen Strom gekappt, ne? Wie gut, dass ich vorher noch mal testen war. Ja, stimmt, du bist da unten, genau. Ich habe extra gefragt, ob ich den Strom kappen darf. Ja, bis dahin war auch alles cool, nur jetzt habe ich das Problem, dass ich die jetzt noch eben einmal holen wollte. Ja. Aber ist nicht das Ding, baue ich auf. Muss bloß ein Strommast wieder hingesetzt werden. Ich habe den bloß halt nicht wieder hingesetzt. Hätte ich natürlich auch tun können. Kein Problem.
Okay, die Support-Kanäle, da muss ich mich nächstes Mal mit beschäftigen. Ich möchte jetzt nicht ganze Zeit. Kernel Peace. Hi. Beschäftigen mit. Sorry, dass ich auf der Stelle jetzt gestanden habe. Jetzt bewege ich mich natürlich. Ich baue mal einen Kupfer. Ja. Ah, ich wollte. Ich wollte Fließbänder holen. Ich wusste doch, irgendwas war noch. Ja, die sind aber auch fast alle. Also da muss man auch mal nochmal. Gucken wir mal, dass wir das Ganze hier effizienter gestalten. Die Schmelzanlagen, werden die nach links weiter ausgebaut oder nach oben und unten? Eher nach links. Okay. Ja, ich denke eher nach links. Dein Zugsystem ist jetzt in Planung, oder wie? Ich leg zumindest schon mal eine Schiene zu dem einen Kupfergebiet da unten hin. Wobei das andere Kupfergebiet, wo die Steine auch abgebaut werden, da habe ich jetzt keine Schiene hingelegt, weil da liegt ja jetzt schon ein Förderband, da kann dann auch noch ein anderes Förderband hin. Ach so, na wenn das so ist. Wenn das sowieso schon Förderband ist, dann brauche ich da keine Schienen hinlegen. Wir hatten hier einen Pfeil reingemacht in den Beton. Irgendwie fehlt mir heute alles. Mir fehlt hier heute alles. Ich war wieder hier. Stimmt. Ich war noch. So. Denkt man, damit können wir was reißen. Wie machst du das mit deinem Twitch-Kanal, wenn wir alle halbe Stunde mal eine Pause machen? Ja, dann pause ich den Stream, ist ja kein Problem. Achso. Ja, ich habe noch nie Twitch gemacht, ich habe das bloß immer zugeschaut. Ja, das ist dann, zeige ich halt offline an und dann ist gut, weil wenn eh nichts zu sehen ist oder... Ich stream meistens immer sehr gern zum Spaß, wenn ich gerade so spiele und möchte anderen Teilrahmen handeln lassen. Ich habe da nie so was Festes. Oh. Aber dafür schon drei Zuschauer. Ich grüße euch alle. Ja, moin von mir auch hier. Oh. Wie viel? 500 Zuschauer? Hallo. Nein, 3 haben gesagt. Wir haben als Mod nur Landfill und Bigger Reichweite oder irgendwie sowas, ne? Wie heißt das? Long Reach. Long Reach, genau. Das war gerade die Frage im Chat. Ah ja, ja. Das ist bei Livestreamern dann immer so, die beantworten immer die Fragen im Chat nebenher. Ja, muss man ab und zu mal auch dann draufklicken. Manchmal vergisst man das auch gerne. Ja. Was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, weil wenn ich einen Livestream schaue und die Frage im Chat reinschreibe, dann möchte ich die noch bitte gerne beantwortet haben. Genau. Und wehe nicht. Wehe, wenn nicht, ja. Normalerweise habe ich immer neben mir dran den Laptop stehen. Und, also den... Einer von beiden und dann gucke ich da immer den Chat drauf. Dann kann man sich nämlich schön dran drauf konzentrieren. Am besten hat man noch so ein schönes Plong-Geräusch. Dann merkt man auch, wenn einer geschrieben hat. Wieso passiert eigentlich bei der Vorschau nichts? Wahrscheinlich zu wenig blaue Tränke. Ja, die sind zu langsam hergestellt. Das ist doch eigentlich immer das Problem. Oder wären geil. Ja. So. So. Ja. Da könnte man. Nee, das machen wir anders. So. Dung, 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 dung. Fließbänder verlegen, was für eine wunderschöne Aufgabe. Ja. Das ist nichts Besseres. Es fließt das Band am rauschenden See. Am rauschenden See. Irgendwas kloppt da ganze Zeit auf unsere Verteidigung drauf. Ja, mich. Das ist Santa, der immer ganz weit weg geht und die ganzen schönen fiesen... Halt die Aliens vom Hals, weil die mögen das alle nicht so, dass die so gerne mal vorbeikommen.
Das ist mal eine richtig gute Aufgabe. Ups, ich habe da gerade was gekappt. Ich mach's gleich wieder an. Entschuldigung. Gehst du einfach mit den langen Strommästen los und den Lasertürmen oder wie? Nee, nee, alles gut. Ich hab hier nur. Ich meine ihn. Santa. Also, ich hab jetzt eigentlich immer nur so die Holzmasten mit dabei, davon genug. Ah, okay. So, Maschine habe ich schon mal gelegt. Ich brauche Verteilerkästen. So, mehr Kupfer to go. Ja, ich habe auch Factorio auf Steam umgestellt. Also wir spielen jetzt gerade alle über Steam. Jo. Ja. Beste. Wobei das natürlich auch untereinander geht, ohne dass man alle auf Steam ist. Ja. Man muss nur die gleichen Versionen dann haben. Ja klar, gleiche Version auf alle Fälle, aber Mac, Linux, Windows, Steam, nicht Steam, dürfen alle miteinander spielen. Plattformübergreifend, das ist auch miteinander spielen, das ist auch eine Aussage. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Ja, das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig, ja. So, jetzt sollte aber ein bisschen mehr Kupfer kommen. Ja, kommt, alles unterwegs. Nee, es kommt ja. Ich habe jetzt gerade eine zweite Produktion noch angeworfen. Langstreckenreichweiten Strommasten, stellen wir die her? Ja. Nein. Die ganz großen? Die ganz großen. Höchstspannungsmasten. Nein. Du meinst, wir stellen alles her. Stellen sogar schon Substations her, sehe ich gerade. Interessant, das ist mir neu, aber okay. Ja. Alles hergestellt. So, jetzt kommt ein bisschen mehr Kupfer hier unten an. Oh, ist das schön. Das laufen ja auch mal alle Maschinen, wenn auch nicht auf Hochtouren. Ich gehe mal nach rechts da ein bisschen schauen, ob da Gegner sind, weil da ist der Schwarze ziemlich nah am Roten und dann möchte ich keine riesen Überraschungen haben. Ich bin natürlich wieder voll frei. Da war ich schon ewig nicht mehr. Ganz nun wieder ist. Wo ein Auto ja mal das schön ist. Alter, ist das bei euch immer noch so laggy? Ja. Leider ja. Und wie gesagt, ich bin echt der Meinung, das ist meine Rechnerkonfiguration beziehungsweise meine Internetleitung. Das weiß ich gerade gar nicht. Also letztes Mal lief es auch irgendwie besser. Ich weiß nicht. Und da war es ja nee, heute. Dabei. Heute ist ein bisschen schlechter. Ja, wir stellen die automatisch her. Aber sind ja auch zwei Leute mehr, oder? Vielleicht kann es auch irgendwie. Das hat aber nichts zu heißen. Ja, ich schon nicht, ne? Was ist denn hier los? Und ich versuche auch schon immer so dicht dran gezoomt wie möglich zu spielen. Wo kommen denn die da? I see the problem. Ja, dass wir keine Autos erforscht haben. Wäre geil. Obwohl, ich glaube, es wird nicht viel bringen. Wäre nicht viel schneller. Ich glaube, ich muss irgendwann mal mein Inventar aufräumen. Ich kann ja irgendwie jeder, ne? Also jetzt kommen genug Schaltkreise durch, aber jetzt werden wir wahrscheinlich trotzdem schlicht und ergreifend wieder zu wenig rote Schaltkreise haben. Yippie! Ah, Kacke! Sag doch sowas nicht! Es freut mich, dass du dich darüber freuen kannst. Entschuldigung, das war jetzt nicht beabsichtigt, aber da kommen mir jetzt so ein komischer Holz Elektrifizierungsleitung im Weg. Nein, nicht kappen, jetzt nicht. Nein, deswegen. Ein komisch Ding ist dieses Licht, was mal da ist und mal nicht. Ich lege halt bloß gerade eine Fernleitung nach unten zum großen Kupfer. Und das hatte ich mit gedrückter Maustaste und Laufen gemacht und dann hatte der genau umgeschalten, als er eigentlich einsetzen sollte. Okay. Das war dann. Ruckel die Ruckel.
Ich zoome ja schon so weit. Ah, und schon wieder eine. Wie viel? Ah, okay. Naja, ich brauche eine lange Leitung. Ja, bloß die sieht aus, als ob die dreimal um die Ecke geht oder sowas. Ja, also da ging eine geht nach links und eine geht nach rechts. Ich bräuchte mal Ziegelstein. Wird hergestellt. Oben immer oben. Noch? Ja. Und die Überlandleitung ist natürlich nicht schön artig und symmetrisch angelegt. Oh, das geht ja gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Factorio ist echt ein Spiel der perfekten Symmetrie. Oder auch nicht. Also wenn man das hinkriegt, durchaus. Also bei mir ist es am Anfang immer super aufgeräumt und dann bricht das Chaos aus. Ja, hat jemand von euch Soul Eater gesehen? Den Anime? Nee. Da gibt es einen Charakter, der muss auch alles absolut symmetrisch sein. Und das wäre so ein Spiel für den. Es gibt Leute, die brauchen das aber auch wirklich. Oh, das wird immer schlimmer gerade. Es wird gerade wieder so krass. Oh. Machen wir dann nochmal eine Pause? Können wir machen. Haben wir dann nochmal 20 Minuten? Einen Moment kurz noch. Ja, ja. Das kommt mir immer so kurz vor. Seid ihr sicher, dass es schon 20 Minuten ist? Ja, ja, es sind ja. 20 Minuten, ja, ja. Kann man gar nicht glauben. Vielleicht sollte ich auch nicht mit bloßen Händen Bäume hacken. Das ist ein bisschen doof. Ja. Einen auf Minecraft machen. Ja, blaue sind wirklich ein bisschen dürftig, ne? Ja. Das bin ich nicht. Das bist du nicht. Oh, mein Kampfgebiet ist abgeschlossen. Okay. Ich bin Angst. Macht ihr das beim Kämpfen auch immer so? Stück weit vor mit der Mauer, neuen Laserturm, Stück weit vor mit der Mauer, Laserturm? Mauer? Also, wie oldschool ist das denn? Achso. Wir werden keine Mauern gebaut. Wenn ich das mache, dann ja. Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, das ist, also ich sag mal so, in der Hinsicht ist der Long Reach Sword halt Gold wert. Ja. Weil du kannst das rauszoomen, kannst die Basis sehen, die greifen dich nicht an. Und kannst trotzdem einfach sagen, alles klar, da stelle ich meine Türme hin, direkt vor die Base. Ja, die ja. Keine Chance. Ja. Ich glaube, wir kriegen gleich ein Energieproblem, die Akkumulatoren. Ja, das ist wirklich der nächste Türme wahrscheinlich. Ja, in der Nacht ist das ein bisschen kritisch, ja. Da haben wir nicht genug Reserven für Lasertürme. Da wäre natürlich sowas, so ein Tech-Mod geil, wo man dann so Second-Stufen hat. Für die Antriebe, die das heißt, dass die Kohleerzeuger zum Beispiel nicht die ganze Zeit laufen. Sondern nur, wenn sie wirklich gebraucht werden. Secondary Machines. Oder? Genau, Secondary Machines. Das habe ich nie richtig kapiert, wenn ich mal so einen Mod gespielt habe. Aber die habe ich meistens auch nicht lange gespielt. Ich muss mich irgendwann mal mit den großen Mods ein bisschen auseinandersetzen und die dann auch immer spielen. Oder eigentlich? Das eine Spiel, was wir angefangen haben, mit da hatten wir, glaube ich, Yuko und Gaitech drin, nicht? Kann ich dir nicht sagen, war nicht dabei. Nee, das ging an Max. Ja, da hatten wir Yuki und Daitech drin. Ah, zusammen gespielt, oder? Ja, ja, wir haben schon die ein oder andere Multiplayer-Session mal. Das sind, glaube ich, auch 3 oder 4 Videos hochgeladen. Das ist dann wohl irgendwie eingeschlafen. Ja. Ja, da hat man sich dann irgendwie nicht mehr zusammengefunden, das leider. Ja. Ansonsten. Daran scheitern ja die meisten Projekte. Ja. Aber das hier will ich zumindest bis zur Rakete kriegen. Schaffen wir nie. Nicht? Nein, natürlich schaffen wir das.
Im Singleplayer habe ich es einmal geschafft bis zur Rakete. Einmal nur? Ja. Ja, meistens habe ich dann wieder neu angefangen, weil... neue Version rauskam und der ganze Kram. Ja, und schick neu und will und... Für mich war das auch nie irgendwie das Ziel. Ich darf eine fette Fabrik haben, wenn nicht. Ja. Also meine Zuschauer, falls ihr gerade überlegt, was ich hier gerade versuche zu machen, ich versuche unsere Produktion hier mal ein bisschen. Zu erhöhen, was die. Wenn mal reden und denken, ne? Also, ja, ne? Ja, ich denke, das ist meistens. Es ist eine Scheißkombination, ja. Muss man so zu sagen. Nein, ich probiere hier gerade mal ein wenig unsere. Ich sehe gerade, dass meine Forscherei ein wenig hoch zu bekommen, indem ich noch ein paar Fabriken dazu baue. Grübel, grübel und studiere. Und einfach einmal ausprobiere. So, ich sehe gerade, dass mein Stream ziemlich bescheuert aussieht. Ich hoffe, dass es dann nach der Pause besser wird. Das ist ja total verhunzt. Also, kennt ihr diese Artefakte? Ja. Normalerweise habe ich das so eingestellt, dass das nicht war, aber da ich jetzt meinen Rechner jetzt neu gemacht habe, scheine ich da irgendwas versäumt zu haben. Und ich sehe hier einen potenziellen Stau. Einen potenziellen Stau? Ja, und behoben. Hier war bei den roten Fließbändern noch eine gelbe Brücke dazwischen. Oh. Die habe ich gerade mal eben behoben. Jetzt laufen hier auch die grünen Chips wesentlich flüssiger durch. Ich gucke, wo muss ich denn da hin? Da nach oben? Und halt hier ran. So. Jetzt haben wir die nächsten 10 Minuten auch schon beinahe wieder um. Ja, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde. Das ist unglaublich. Ja, das geht echt immer super, super schnell, ne? Wie lange macht ihr so durchschnittlich Pause? Dann könnte ich mir eventuell noch einen Kaffee kochen. Wir machen normalerweise Pause, bis wir wieder sagen, okay, jetzt geht's weiter. Ah, ja, okay. Ja. Ich brauche maximal 5 Minuten für rüber in die Küche. Ja. Das sei dir gegönnt. Gut, dann würde ich mal sagen. Machen wir hier Schluss in der nächsten Folge. Oder warte, wenn ich noch ganz fix das hier anschließen dürfte? Ja, das kenne ich. Ich bin schon dabei, ist. Naja, ist okay. Nee, wir machen Dings. Ich muss da eh noch Strom verlegen, sehe ich gerade. Alles okay. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Oh, danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Tschüss.